Okay, aber was kann ich mit dem... Kann ich das gleich... Sie haben mich auch nicht gefoltert. Okay. Okay, das sind die extra Räume. Achso. Aber kann ich in den... Muss ich das auch beim Schifftypen machen? Wahrscheinlich, ne? In den Räumen was reinbauen. Jetzt aber die Frage, wie funktioniert das? Und wie teuer ist das? Also das ging jetzt ganz gut, tatsächlich. Sieht zwar erst nicht mega geil aus, oh Gott, funktioniert aber. Wenn ich Glück habe, kriege ich hier unten noch Raketen ran. Willst du irgendwas abladen? Okay, kein Problem. Vorne ist tatsächlich das hier. G anbringen. 8 Cockpit, Docker, Antriebe, Treibstoffgetriebe, Graf. Ja, keine Dinge drin. Kann da später noch Antriebe dran bauen. Aber wie bekomme ich da jetzt Sachen rein, die ich haben will? Ich habe nur 6. 600. Ja, das ist auch egal. Wie geht da nix? Ist das die Frage? Wie kann man denn in den Wohnräumen? Sind das jetzt wirklich Wohnräume oder sind das Frachträume? Kann ich dir irgendwie helfen? Klar, nur zu. Ja, individuell, aber wie? Oder muss ich dafür zu diesem Tayo Astroneering? Für Inneneinrichtung. Das kann natürlich auch sein, ne? Aber es sind Wohnmodule. Tatsächlich. Später sogar noch Dinge hochpacken, wenn ich will, aber erstmal nicht. Okay. Der baut mir die Sachen nur rein, aber der ist nicht für Innenausstattung zuständig. Ach, dieses eine Tor, was ich gesehen habe, was rot ist, ist das hier, das ist das im Andocken. Okay. Ich muss mal kurz überlegen. Was für eine Quest will ich machen, Leute? So, das ist eine andere Quest. Nee, ich wollte eigentlich auf Aktivitäten. Habe ich doch schon.
Kann man die auch rausnehmen, einfach mal die Quest? Mach das mal rein. Ich weiß, ich muss dann eigentlich im Ocean fahren. Ja, komm raus. Irgendwas machen wir das in der Stadt. Baumodus gehen oder sowas, ne? Ich kann aber so das Riesenschiff bauen, oder? Wo sind die Menschen eigentlich gerade hin? Oh, kurz was gucken. Hat der Schiff jetzt eigentlich automatisch? Ne, ist nur noch Crew 3. Wie erhöht man eigentlich die Crew? Naja. Also, Crew haben es ja wahrscheinlich mit mehr Sitzen oder Betten oder sowas scheiß. Naja. Mal kurz hoch. Brauchst du was? Andrea und Lynn. Ah, hallo. Bälle oder sowas, oder? Labelle? Libelle. Hat schon was. Alter. Orbitaleintritt fertig. Tanzen wir zwischen den Sternen. Okay. Allerdings, wohin Elios? Ist außerhalb meiner Reichweite. Ich muss erstmal dahin springen. Dann dahin springen. Ich liebe das Gefühl nach einem perfekten Sprung. Dann Rutherford. Und dann weiter geht's. Guck, was das hier erwartet. Zack, sind die Sterne anders angeordnet. Und wir sind hier. Hör mal, du hast Zeit, bis mir langweilig wird, um uns zu geben, was wir wollen. Sonst pusten wir dich ins Vakuum. Ups. Wollte eigentlich auf ihr antworten. Dir läuft die Zeit davon. Entscheide dich jetzt. Ja. Wir müssen es wohl auf die harte Tour machen. Ich hatte nicht mal die Zeit dazu. Du Arsch.
ich weiß, das verliert sowieso. Ja. Ich wollte mit ihm reden, ich drücke auf E und stehe plötzlich auf. Sind die Sterne anders angeordnet? Und wir? Ich lande ihn einfach jetzt. Ausgetrickst. Fahrwerk ist bereit. Landeplatz. Willkommen zurück. Zurück? Ich war doch gar nicht weg. Ich bin geflogen. Nee. Hier ist es frisch mit 14 Grad. Ich weiß nicht, ob das gefährlich ist hier. Was soll ich eigentlich? Die Mission gleich mal ausgefüllt. Aktivität. Ja, was soll ich jetzt hier? Ah, das ist wahrscheinlich erst so eine Quest geworden, ne? Das ist eine richtige Mission, oder nicht? Keine Ahnung, ich laufe jetzt noch ein bisschen um. Da sind Menschen. Wunder, dass niemand für dich arbeiten will. Mein Mann ist verschwunden und du? Du wartest einfach, dass er durchs Tor spaziert? Mr. Halftown, wir versuchen es ja, aber uns fehlt das Personal. Und jetzt denkt mein halber Trupp, dass eure kleine Bande von Knackis uns verschleppen und unsere Organe stehlen will. Mr. Halftown. Unser Security Officer liegt auf der Krankenstation, weil er deinen Arbeiter gesucht hat. Wir tun, was wir können. Ich bitte dich und deine Crew um Geduld. Ihr habt von uns Sträflingen nichts zu befürchten. Wir regeln das. Dann klär die Sache. Sonst haben wir ein Problem. Mein Wort drauf. Auf den Weg. Tut mir leid, aber die Alias-Zuflucht nimmt im Moment keine neuen Gäste auf. Wir haben Probleme. Vor allem, dass jemand vermisst wird. Aber du kannst dich hier gerne ausruhen und auftanken, solange du willst. Solange dir kein Kopfgeldjäger auf den Fersen ist, der meine brandneue Tür eintritt. Was noch cool wäre, wenn man immer mit so Schiffsflotten unterwegs ist. Und ich aber mehrere Schiffe haben kann und dann die mir immer folgen oder sowas. Aber ich glaube, das ist utopisch. Noch nicht. Aber es ist natürlich ein Risiko, wenn man bedenkt, in welchem Bereich die Zuflucht arbeiten soll. Ich schicke aber niemanden weg, der sich nur kurz sammeln muss. Das ist in Ordnung. Was ist eigentlich die Zuflucht hier? Naja... Im Moment ist es primär eine Sammlung von Frachtcontainern und ungenutztem Baumaterial. Aber wir wollen eine Stätte des Wachstums und der Bildung für die Sträflinge der Galaxie daraus machen. Wir bieten Menschen, die sonst im Gefängnis verrotten würden, weil ihnen die Credits fehlen, eine Berufsausbildung und ein Unterstützungsnetzwerk, um ihr eigenes Kopfgeld zu bezahlen. Wir ermächtigen sie dazu, so ein stinknormales Leben zu führen wie wir anderen. Vielen Dank. Ich will, dass meine Anwesenheit im Universum etwas Positives bewirkt. Aber es ist noch ein sehr weiter Weg. Aber du bist sicher nicht hergekommen, um mich reden zu hören. Bestimmt bist du erschöpft.
Falls du Ausrüstung brauchst, Monika hat bestimmt alles. Du findest sie vor dem Hauptgebäude. Und unser Schiffstechniker beim Landeplatz kann sich um dein Schiff kümmern, falls nötig. Falls du sonst noch etwas brauchst oder einfach reden willst, jederzeit. Genau das. Ach so, ja? Ja. Weil ich nicht sagen kann, ob das eine leichte Aufgabe ist. Aber wenn du den Bauarbeiter findest, stehen wir tief in deiner Schuld. Ich mach das schon. Du hast keine Ahnung, wie sehr mich das freut. Eins nach dem anderen. Zuerst solltest du mit Greg DiAngelo reden, unserem Security Officer. Er wurde verwundet, als er auf der Suche nach dem Bauarbeiter war, Mr. Kilman. Greg kann dir sagen, wo Kilman sich zuletzt aufgehalten hat. Kann man erkennen, ob das Schiff kaputt ist gerade? Ne, ich glaube nicht. Weil da steht zwar immer, du kannst das reparieren und so bei dem Typen, aber ich sehe nie wirklich, ob das kaputt ist. Das ist... naja... wunderschön. Warum braucht man so etwas bitte hier draußen, am äußersten Rand der besiedelten Systeme? Naja, ich meine, das ist einfach... sieht aus wie ein riesen... Klotz, einfach nur. Wirklich schön ist das jetzt nicht, finde ich. Das ist einfach nur so ein Klotz. Okay, hier drin ist aber krass. Was ist das denn hier? Oh, sind das Miner? Okay, interessant. Könnte auch ein Schiff sein, ja. Was für eine aufwendige und beeindruckende Konstruktion. Ist krass, ne? Ehrgeizig, aber auch so viel am Platz in dieser Abgeschiedenheit. Ah, der Verletzte. Moin. Kann man nicht mal mehr in Ruhe heilen? Ich wurde aufgespießt. Ich war auf der Suche nach diesem dämlichen Bauarbeiter, als plötzlich was aus dem Gebüsch stürmt und mir ein Horn oder eine Kralle oder so in den Magen rammt. Ich hab's nicht gut gesehen, aber es muss riesig gewesen sein. Hat mich voll umgehauen. Hat 6 Stunden gedauert, wieder herzukriechen. Wenn's also nichts Dringendes ist, würde ich gern weiter das Loch in meinem Torso schließen. Hört sich nach Terramorph an. Ach, Sloan hat einen Ersatz gefunden. Tja, dann hast du hoffentlich mehr Glück. Ich habe vor der Anlage ein paar Spuren gefunden. Ist aber recht weit. Keine Ahnung, ob sie von Kilman entstanden. Aber viel los ist in Ixel nicht gerade. Ich wollte gerade ein Höhlensystem in der Nähe scannen, als ich angegriffen wurde. Da wollte ich als nächstes hin, wenn ich wieder auf den Beinen bin. Fang am besten da an. Okay. Ich glaube, ein Terramorph hat ihn angegriffen. Horn nicht gerade, aber Krallen haben die Viecher. Was haben wir hier schon auf dem Tisch? Ich höre. Manchmal ist das alles Diebstahl bei mir. Dann mal los. Suchen wir das mal. Ja, die Tür jetzt schießen wir. Ja. Hört ihr mal Wachtürme. Wir gucken uns das Ganze mal an hier. Ne? Scheint ein schöner Platz nee, zu sein. 5 Grad, 14 Grad. O2, 18%. Schwerkraft. 5,47. Warte mal, was das kann. Ich kann das scannen, wenn ich will. Scanne weiter. Dann findest du auch was. Toxin wurde hinzugefügt. Okay. Oh, da ist Gift. Wahrscheinlich Schwefel. Und das ist das, was ich an diesem Spiel so liebe, ne? Du hast so viele verschiedene Planeten, Universen, die du einfach so bereisen kannst.
Ja, man kann in der Theorie nicht den kompletten Planeten bereisen. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel auf M drücke, ja, da habe ich hier so ein paar Sachen. Das Ding ist halt, ich kann dahin, dahin. Aber wenn ich zum Beispiel draufklicke, kann ich auch dahin. Ist aber dann wahrscheinlich generisch irgendwie. Ah, keine Ahnung. Also man kann nicht... Ich kann nicht von hier aus jetzt dahin laufen, durchgehen, wo ich gesagt habe, ich kann auch dahin, also nicht in dieses Eisgebiet rein zum Beispiel. Ich muss da in die Richtung. Aber Terramorphs hier? Weiß ich nie, ey. So ein Hirschkiss. So, bevor kommen wir 5 raus, ne? Guck mal. Kann man sogar ohne Dings rumlaufen. Kann man das irgendwie sich anzeigen lassen, was man hier... No, das eine ist Anzug, das andere ist... Vergleiche, Favorit. Aber eine Siedlung verbergen habe ich jetzt gemacht. Mal gucken. Was soll 5? Hier sind auch so Steine. Komm, Zerra, wir müssen aufpassen hier. Gucken, was ihn angegriffen hat. Das wird jetzt wahrscheinlich auch angreifen, wenn wir Pech haben. Noch ist noch nichts. Wir sollten die Höhle erkunden. Ja. Mit ein wenig Glück finden wir ein paar Mineralienablagerungen. Ja, nicht nur das, wir sollen den Typen finden. Alter. Was ist das für eine Höhle? Ist ja noch mehr geil. Hier können wir durch. Könnte das gewesen sein, was er angegriffen hat? Schön, dass du die Drecksarbeit übernimmst. Bläh, ist das hier hässlich, Alter. Das könnte irgendwie so eine Ding sein von so ein... Ih, das sind die Eier drin. Okay. Was da irgendwie sein? Das ist... Aber ein riesiger Komplex. Scheint aber nicht besonders beweglich zu sein, oder sie hassen mein Laser. Erledigt. Ist ja gut, dass er mich zu forschen. Da ist ja jemand. Moin. Nein, nein, ich gehe nicht zurück. Lass mich. Oh Gott, bitte steck mich nicht wieder in den Sack. Ich mache alles, was du sagst, aber nicht der Sack. Es? Das Schlimmste hast du überstanden. Nur noch ein wenig zu Fuß gehen, dann ist es vorbei. Aber was für ein Sack? Oh, Gott sei Dank. Du hast ja keine Ahnung, wie... Los. Verschwinden wir. Ach, der wurde vom Goldkettjäger entführt, ne? Du kennst den Weg aber, oder? Ja, klar. Aber wir gehen erstmal wieder zurück. Erkunden können wir später. Wir haben jetzt halt
jemanden dabei, der sterben könnte. Und das machen wir lieber nicht. Das war eine krasse Höhle, also muss ich echt sagen. Die sieht echt cool aus. Wollen wir hier durch? Irgendwann werde ich die nochmal richtig erforschen, glaube ich. Das zeigt, wie es ist. Ich will das aber nur mal kurz mitnehmen. Okay, gehen wir raus. Aber er wurde doch vor der Höhle angegriffen, oder? Hat er doch gesagt, dachte ich. Oder am Anfang der Höhle. Meine hat vor der Höhle gesagt. Komisch. Also wenn die angegriffen werden, da hinten einfach schreien. Wo sind die? Weg. Ja, auch nicht schlimm. Die werden schon kommen. Lichtmittel. Oh, ich lasse mal aufgebraucht. Leitköpfe? Struktur. Okay. So ein kleines Vieh, so ein Kellerassel oder wie die Dinger hier heißen. Du kannst ja an der Kopf was von rechts, aber kommt ja nichts. Ich hoffe halt, dass irgendwann später für Starfield nochmal richtig viele DLCs kommen und sowas. Was ist der Server eigentlich? Kommst du? Ich lasse das Ding jetzt auf, das wird schon jemand von selbst schließen. Hillman, er ist zurück. Himmel, Junge, was ist denn passiert? Ich war draußen. Da hat mir jemand einen Sack übergestülpt und mich irgendwo hingebracht. Hat wie ein Medipack gerochen. Ich musste auf einem Stahlboden schlafen und... Wer hat ihm den Beutel übergezogen? Was? Warum sollten wir das tun? Und einen intakten Beutel vergeuden? Du redest wirres Zeug, Junge. Komm, wasch dich erstmal. Du riechst wie ein alter Schweißeranzug. Mr. Hafter, ich bin medizinisch ausgebildet und könnte... Halt dich bloß von ihm fern. Finde den Entführer und kümmere dich um ihn, klar? Mir egal, ob es einer von deinen Leuten oder von meinen oder ein beschissener Geist ist. Finde ihn. Natürlich. Wir geben unser Bestes, aber... Ich will keine Ausreden hören. Ich muss wissen, wer das war. Finde einfach den Entführer. Los! Dass Kilman wieder da ist, ist ein guter Anfang, mehr aber nicht. Es war wohl naiv von mir, eine harmonische Versöhnung zu erwarten. Aber du hast ihn sicher zurückgebracht. Das ist das Wichtigste. Hier, mit aufrichtigstem Dank. Aber jetzt haben wir eine ganz neue Spur. Wie stehen die Chancen, dass ich dich doch noch für unsere Entführersuche gewinne?
Ich werde dafür jetzt nicht Geld. Dem Himmel sei Dank. Jetzt müssen wir nur rausfinden, wohin wir dich schicken. Mr. Kilman schien kaum Informationen zu haben, aber es gibt da ein oder zwei Dinge, die uns helfen könnten, den Entführer zu finden. Wie Mediapack? Ja, das stimmt. Dem Geruch nach würde ich auf ein industrielles Antiseptikum tippen. Es gab ein Gebäude, das wir als möglichen Ort für die Zuflucht im Auge hatten, nicht weit von hier. Ein alter Forschungsposten. Das scheint gut auf die Beschreibung des Entführerverstecks zu passen. Hier, die Koordinaten der Anlage. Mach dich auf den Weg und zieh dich dort um. 3,8, ich finde das echt viel, was sie mir geben, ne?